Also, herzlich willkommen da draußen, liebe Freunde, liebe Network-Welt und alle diejenigen, die sich für unsere tolle Branche interessieren. Ich habe heute wieder mal eine ganz charmante junge Dame für euch im Interview. Sie kommt aus den neuen Bundesländern, sie lebt aktuell in Berlin. In der Hauptstadt baut sie ihr Geschäft auf und in der Umgebung. Ich begrüße ganz herzlich die Sabine Lindemann. Sabine, grüß dich. Ein herzliches Hallo von mir. Ja, Tobias, ich grüße dich auch. Ich freue mich, hier zu sein. Schön, dass es geklappt hat und schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Es ist mir eine ganz besondere Freude. Der ein oder andere wird jetzt sagen, Mensch, jetzt sagt der Schlosser das schon wieder. Immer wenn er jemanden aus dem Osten interviewt, sagt er, es ist mir eine ganz besondere Freude. Aber das ist es mir wirklich, weil ich ja selber auch aus derselben Gegend komme. Und Sabine, ich habe vor, dich ein bisschen was ja, zu dir persönlich zu fragen, zur Art und Weise, wie du deine Geschäfte betreibst und natürlich auch, das kann man einfach so sagen, zu deinem Erfolgsweg. Du hast ja eine tolle Karriere jetzt mittlerweile auch schon hingelegt und da werde ich dich ein bisschen ausquetschen dazu. Ist das okay? Das ist okay. Zu meiner Herkunft vielleicht nochmal, Tobias. Wir kommen sogar aus demselben Bundesland. Gebürtig bin ich Sächsin. Du bist aus dem schönen Sachsen. Mensch, das ist ja toll. Wo kommst du da genau her? Aus Zittau. Aus Zittau im Erzgebirge, für die es nicht kennen. Nee, das ist im Zittauer Gebirge. Ach, ja. Okay, Zittau ist ja Dresdner Ecke da unten dann. Genau, ne? Genau. Also praktisch der südöstlichste Zipfel der ehemaligen DDR. Das okay. ist meine Heimat. Jetzt kriege ich garantiert wieder Schelte von unseren Kollegen, weil die sagen, der ist jetzt schon so lange in Bayern, der weiß nicht mal mehr, wo Zittau ist. Gar nicht schlimm. Ja, das ist klasse. Also du hast ja auch, wie soll ich sagen, ich wähle ja sozusagen meine Interviewpartner immer nach verschiedenen Kriterien aus. Das will ich dir jetzt mal sagen. Also zum einen gucke ich natürlich so ein bisschen auf die Leistung. Also ich interviewe niemanden, der nichts zu erzählen hat oder der nicht erfolgreich ist. Und zum Zweiten interessiert mich natürlich auch immer so ein bisschen, oder wie soll man sagen, jeder, der eine besondere Story hat, die ist mir natürlich besonders lieb. Und da kommen wir vielleicht ein bisschen später noch drauf zurück. Du betreibst ja das Geschäft mit deinem Mann zusammen. Ist das richtig? Das ist richtig. Wir betreiben das Geschäft jetzt beide hauptberuflich inzwischen. Okay, super. Ihr seid ja zwei Verrückte, positiv Verrückte in Anführungsstrichen, die ein Wohnmobil haben und mit dem Wohnmobil sozusagen durch die Gegend reisen, um Gutes zu tun, um ihre Geschichte zu erzählen, oder? Genau so ist das inzwischen. Wir sind mit dem Geschäft gestartet. Vielleicht gehe ich mal ein bisschen an die Wurzeln. Eigentlich aus dem Grund, wir haben 2003 super tolle Produkterfahrungen gemacht und haben dann aufgrund der Tatsache, dass wir verheiratet und gepatchworked 5 Kinder haben, also quasi eine große Familie sind wir finanziell mit Produkten an die Grenze gestoßen. Unser Ansatz, in dem Geschäft aktiv zu werden, war ursprünglich, unsere Produkte umsonst zu bekommen. Also das ganz klassische, Produkte gratis zu bekommen. Das war unser Anfang. Und dann hatten wir eine ganze Weile, ich sage immer, da waren wir so die Schläfer, die Langsamgeher, diejenigen, die wirklich die Welt neu erfinden wollten, das Geschäft neu erfinden wollten, sind wir langsam vorangegangen. Und seit 2013 eigentlich läuft das Geschäft so erfolgreich, dass wir beide das hauptberuflich betreiben. Und dann war die Situation die, dass wir in verschiedenen Teilen in Deutschland, also überwiegend in Ostdeutschland, im Erzgebirge, an der Ostsee, also an verschiedenen Teilen Teams, dass sich da Teams entwickelt haben. Und da mir immer die Ausbildung der Teampartner am Herzen liegt, mussten wir natürlich viel durch die Gegend fahren. Und da wir eh schon Camper waren, wir hatten bislang einen Wohnanhänger, haben wir gesagt, Mensch, das wäre doch eine Idee. Wir legen uns ein Wohnmobil zu und sind dann geschäftlich on Tour. Da steht auch jetzt ganz groß der Firmenname drauf. Und also jeder weiß, wer da durch die Welt zieht, und es macht uns einen Riesenspaß. Ich finde das total spektakulär, weil ich hab das in der Tat schon von vielen gehört, so als, du kennst es ja, so fixe Idee. Ja? Ja. Oh, das wäre eigentlich toll, wenn man so ein Wohnmobil hätte. Da könnte man ja heute Leipzig, morgen Dresden, übermorgen Magdeburg, nächsten Monat Rostock. Und aber das ist halt so Träumer, Wünscher, Hoffer. Ich sage dann auch immer, hätte, hätte, Fahrradkette.
Es braucht halt jemanden, der das so irgendwie konkret mal als Ziel hat oder der das vielleicht auch als Traum, als Vision hat und der das dann einfach mal durchzieht. Und ihr macht das, oder? Wir machen das. Wir machen das. Das sieht praktisch so aus, dass wir immer einmal im Monat so für 3, 4 Tage in den Regionen sind, die wir gerade aufbauen. Dort, also das ist sowieso mein Ansatz, dass ich immer da, wo ich bin, auch Treffen der Leute installiere. Also ich finde immer, der Mensch ist ein soziales Wesen und die wollen miteinander etwas tun. Und um das richtig in die Gänge zu bringen oder richtig zu installieren, braucht das immer eine Zeit. Also ich habe mal von meinem Coach gelernt, normalerweise läuft das Geschäft, soweit dein Arm reicht. Und ja, soweit mein Arm reicht, dort sind wir eben. Und irgendwann will ich den Arm auch wieder zurückziehen und will dort Teams installiert haben, die selbsttätig arbeiten. Das braucht Zeit. Und die Zeit nehmen wir uns und sind, wie gesagt, immer einmal im Monat über einen längeren Zeitraum vor Ort und arbeiten dann mit den Teampartnern. Und dann sind wir wieder Basisstation eine Weile, fahren wir nach Hause, gucken, sortieren. Unser Berliner Team hat natürlich auch, bringt auch Arbeit mit sich. Selbst eigene Akquise immer wieder und dann nehmen wir die nächste Region, ja. Absolut toll, super. Jetzt sind wir natürlich, das ist ja jetzt im Prinzip schon, ich sage mal in Anführungsstrichen, das Ende, das, was ihr erreicht habt jetzt mit dem Wohnmobil, aber so ist es ja nicht losgegangen. Nein. Wir haben ja auch in den Interviews, die ich bisher gemacht habe, habe ja auch deinen Mentor schon interviewen dürfen, sozusagen. Ja. Es sind ja so viele unterschiedliche Persönlichkeiten, auch schillernde Persönlichkeiten, ganz eigene Charaktere. Wie sah denn das Leben davor aus? Du hast jetzt, ich will mal ein bisschen sticheln, du hast mir verraten, du warst Sozialpädagogin, oder? Ja, also ich bin ausgebildet Erzieherin, Okay. habe 20 Jahre im Kindergarten gearbeitet und habe aber von eigentlich im Bauch schon immer das Gefühl gehabt, das ist kein Beruf, den ich bis zur Rente machen will. Ich habe diesen Beruf mit Leidenschaft gemacht, aber ich habe mich persönlich nicht als Oma zwischen den ganzen kleinen Kindern gesehen. Da habe ich dann 1999 nochmal angefangen zu studieren. Ich habe nochmal Diplom gemacht, also bin dann Diplom-Sozialpädagogin geworden, um in die Fortbildung für Erzieher zu gehen. Und das habe ich auch gemacht. Und als ich gerade mit dem Studium fertig war, kam das Network Marketing in mein Leben. Und damals hatte ich niemals die Absicht, mir geschäftlich hier irgendwas aufzubauen. Das ist einfach, ja, wie ich das vorhin schon kurz gesagt habe, über super Produkterfahrungen nach und nach passiert. Und wir hatten gesagt, ihr betreibt das Geschäft zusammen. Das ist Ja. ja für viele auch immer so eine, wie soll man sagen, so eine große Komponente, Mhm. manchmal auch eine Herausforderung, wie den Partner zumindest mit anzukoppeln oder vielleicht sogar mit ins Geschäft zu holen. Sagst ein paar Worte zu deinem Mann, was hat der gemacht und wie ist er dazu gekommen? Hast du ihn dann überredet oder überzeugt oder? Nee, also mein Mann ist vom Beruf Bauingenieur. Der hat, bevor wir hier nach Berlin gezogen sind, eine eigene Dachdeckerei gehabt. Dann hat er hier also er ist gebürtiger Berliner, durch ihn bin ich hierher gekommen. Er hatte hier ein Grundstück und dann haben wir hier ein Haus gebaut. Und er hat dann hier ein Ingenieurbüro, Energieberatung, Bauschädengutachten aufgemacht. Er hat die Produkte angeschleppt. Also er war 2003 derjenige, dazu muss man wissen, er war Hochleistungssportler zu DDR-Zeiten, hatte gesundheitlich jede Menge Baustellen und hat das dann praktisch hier nach Hause gebracht. Was hat er gemacht sportlich? Er war Schwimmer beim TSC Berlin. Wow, Schwimmer. okay, cool. Genau. Als wir dann angefangen haben mit diesem Ziel, die Produkte zu refinanzieren, war bei uns die Arbeitsweise Homepartys. Das hat uns eigentlich beiden schon immer Spaß gemacht. Das haben wir beide schon immer gerne gemacht. Aber mein Mann war so, der konnte lange, lange sein Ingenieurbüro noch nicht loslassen. Er war immer mit an Bord, er war immer mit dabei. Wir sind auch zu Meetings und so weiter immer gemeinsam gefahren, haben gemeinsam die ganze Geschichte gelernt. Also ich denke, das ist schon eine Traumkonstellation, wobei es auch nicht immer einfach ist. Also ich glaube, wenn mein Mann manchmal früh auf Arbeit irgendwo hingehen würde, wäre das ein völlig anderes Arbeiten. Aber wir sind auch ein super Team. Wir haben uns wirklich aneinander gerieben und miteinander entwickelt. Und vielleicht noch ganz kurz zu dem, was du gesagt hast, dass diesen Traum viele haben. Meine Erfahrung in dem Geschäft ist einfach,
Es sollte schon gelingen, dass der Ehepartner, ob Frau oder Mann, diese Geschichte, die man da betreibt, dieses Geschäft, was man da betreibt, gut findet. Er muss nicht unbedingt mitmachen, aber er muss gut finden, was ich da tue. Ansonsten wird es eine schwierige Sache, wenn man den Boykott permanent in der Familie hat. Ich hab das gerade, diese Interviews, die wir machen, die gibt es im Prinzip auch als kleine Bücher. Und ich bin da gerade dabei, ich habe schon 35 gemacht und ich gerade vor dem Interview habe ich da gesessen und eins transkribiert oder korrigiert. Und der Kollege sagte dann auch, dass es für ihn immer der größte Hemmschuh war. Er hat zwar auch Network gemacht, aber nicht die passende Partnerin gehabt. Ja. Und er hat jetzt eine neue Beziehung, sage ich jetzt mal. Und die neue Beziehung steht in dem Falle voll dahinter. Und er sagt gar nicht, also man glaubt gar nicht, was es für ein Unterschied ist. Ja, wenn man jemanden zu Hause hat, der jeden Abend dann fragt und vielleicht auch ein bisschen negativ ist oder nicht produktiv. Und er sagt, und jetzt ist das was ganz anderes. Also ich höre das oft. Die Frage ist, wie überzeugt man denn seinen Partner? Ja, und da sind wir bei einem Arbeitsansatz, den wir haben. Also diese Teamtreffen, die wir da organisieren an den verschiedenen Orten, da motiviere ich natürlich immer auch meine Teampartner beziehungsweise auch die Kunden, ihre Partner mitzubringen. Dass die einfach sehen, was macht denn der oder was macht sie denn, wenn die da immer hingeht und sich da mit anderen trifft. Ich meine, das hat ja letztendlich auch ein bisschen mit einer Unsicherheit, mit so einer nebulösen Zone zu tun, wenn der andere zu Hause sitzt und immer nur wartet. Und dann kommt die womöglich völlig begeistert nach Hause und er denkt, wo hat die denn jetzt getankt? Deshalb sage ich immer, bringen Sie mit. Wenn die Erfahrung mache ich einfach, wenn der Ehepartner oder Lebenspartner weiß, was da im Hintergrund passiert, welche Menschen sind da, wo trifft sie sich, wo trifft er sich, das ist schon ganz, ganz viel gewonnen. Wir haben zum Beispiel mal von einer Firma, da gibt es so ein Woman Power Day einmal im Jahr. Und da haben wir das organisiert, dass wir Frauen sind zum Woman Power Day gegangen und mein Mann hat mit den Männern währenddessen ja irgendein anderes interessantes Event gemacht. Männer Power Day. Männer Power, genau. Die haben dann einfach den Tag verbracht und abends waren wir dann alle gemeinsam essen. Also solche Sachen halte ich für sehr wichtig. Okay. Halte ich übrigens auch für sehr, sehr wichtig, weil man sagt ja immer so, die Meetings sind so die seelischen Tankstellen. Da gibt es den zwischenmenschlichen Kit. Genau. Und ich werde auch nicht müde, das immer wieder zu wiederholen, weil viele begreifen das nicht, weil ich denke, Vertrieb und Network funktioniert nur über die Gemeinschaft, nur über den Spirit, über das Team. Geht auch anders, aber das sind dann halt so alles so hilflose Trabanten, die irgendwo im Kosmos rumsteuern. Da sind die Pro-Kopf-Umsätze gering aus meiner Erfahrung und da kriegst du natürlich auch keine gute Expansionskultur dann rein, wenn sowas nicht gibt. Genau. Sabine, du hast vorhin was gesagt. Ich versuche immer, ich schreibe mir nebenbei nämlich immer ein bisschen was auf, wo ich dann wieder ankoppel. Ihr habt über Homepartys angefangen. Ja. So, und ich weiß, wir haben ja viele Leute, die uns draußen zuhören, die sowas auch machen. Ihr habt ja eine schöne, aus meiner Sicht habt ihr eine schöne Metamorphose hingekriegt. Also ihr seid eigentlich, ich bitte nicht falsch verstehen, für mich, seid ihr so Produktnetworker. Ja. Gewesen, die ihr Produkt so total lieben und da auch eine Stunde oder fünf einen Vortrag drüber halten können. Aber so geschäftlich wart ihr eigentlich auch nicht so massiv unterwegs. Im Sinne Geschäftsaufbau, Partner, Teamaufbau, passives Einkommen, Vervielfältigung der Arbeitskraft und dergleichen. Was war denn, gab es da ein Schlüsselerlebnis? Wann habt ihr den Change gemacht? Oder war das eine fließende Entwicklung? Wie war das? Ich würde das gar nicht ein Change nennen, ich würde das nur eine Erweiterung nennen, weil das ist bei uns nach wie vor so, dass die Tür meist übers Produkt aufgeht. Also wenn ich jetzt darüber spreche, wie ich Kontakte mache, mache ich Kontakte, indem ich Unternehmer, Unternehmerinnen anrufe und schon um ein geschäftliches Gespräch bitte. Das Ergebnis dieses Gespräches ist aber meistens, dass gesagt wird, also bevor ich das aber jetzt hier irgendwie vertrieblich mache, probiere ich das für mich selbst. Stopp, ganz kurz. Ja? Sagen das die Leute von sich aus oder legst du denen das nahe? Das würde mich interessieren. Das sagen die von sich aus. Also ich stelle vor, ich, also, ja, warum fange ich denn jetzt an? Ich
akquiriere oder ich terminiere oft mit Unternehmern. Also ich suche mir, wenn ich in der Stadt unterwegs bin, wenn ich in der Welt unterwegs bin, sammle ich Visitenkarten, Flyer, Aufschriften an Häusern. Da steht zum Beispiel für Physiotherapie XY oder am Auto steht eine Firma dran. Solche Kontakte sammle ich. Die telefoniere ich ab und sage, schönen guten Tag, mein Name ist Sabine Lindemann. Ich betreibe ein Geschäft im Bereich Wellness und Gesundheit und ich würde gern mit Ihnen geschäftlich ins Gespräch kommen. Dann sage ich Ihnen, was ich zu bieten habe und dann gibt es einen Termin oder eben nicht. Und wenn es da einen Termin gibt, komme ich dann dahin, bisschen Smalltalk, begrüße, ist ja immer so ein eiskaltes Ding, ne? Die muss man ja dann erstmal ein bisschen Vertrauen aufbauen. Und dann sage ich, wissen Sie, wir machen jetzt erstmal eins, ich zeige Ihnen jetzt erstmal das Konzept, was wir um die Welt tragen und wenn Ihnen das zusagt, reden wir beide nachher, wie dann das Geschäft funktionieren könnte. Mhm. Und da gehen die mit mir gut mit und hören sich das Konzept an und dann, wenn es dann um die geschäftliche Sache geht, dann kommt meistens wirklich der Spruch, dass die sagen, Frau Lindemann, sind Sie mir nicht sauer, aber bevor ich das jetzt an meine Kunden weitergebe, würde ich das gerne erstmal selber ausprobieren. Mhm. So, und dann sage ich, ja, und Frau Müller, mal angenommen, das funktioniert jetzt genauso gut für Sie, wie das für mich funktioniert hat, dann reden wir weiter, wie wir daraus eine geschäftliche Gelegenheit machen. Also ich habe einfach zu dem, also erst habe ich ja Kranke und Dicke und sowas gesucht, da habe ich jetzt einfach in die Ansprache diesen unternehmerischen Aspekt mit reingebracht. Und in der Präsentation wissen die auch schon immer, dass es um einen geschäftlichen Plan B geht. Wobei ich da eher weniger gleich von Anfang an so die Zahlen, Daten, Fakten auf den Tisch haue. Mhm. Also bei mir geht es um Vertrauensaufbau am Anfang. Gut, so wie ich dich einschätze, ist das auch eine große Stärke von dir. Du bist ja sehr, sehr sympathischer Mensch, sehr charmanter Mensch. Vielen Dank. Nee, das ist einfach so. Ja. Und das hat ja einfach auch was, Network Marketing ist ein Geschäft unter Menschen und man muss schon ein Stück weit kommunizieren, weil wir sind ja da auch in der Zeit, wo viele alles nur noch online machen wollen. Mhm. Und da stellt es mir halt immer ein bisschen die Haare auf. Wir haben halt auch Produkte, wie man online Partner gewinnen kann, ohne Frage. Aber ich höre auch aus dem, was du sagst, höre ich raus, dass du zum Beispiel in der Terminvereinbarung recht fit bist, ja? Weil das kam ziemlich wie aus der Pistole geschossen. Und geübt, 11 Jahre geübt. Ja, man merkt einfach, dass du das, ich unterstellte das also einfach mal, dass du das jeden Tag 15, 15 Mal mindestens machst. Ja. Und am Ende ist es ja vollkommen wurscht, wie du vorgehst, weil man wird ja immer nach der idealen Methode gefragt, ja, ob du Leute anrufst oder ob du sie jetzt im Direktkontakt ansprichst zum Beispiel oder ob du dir in der Empfehlungsnahme sehr, sehr engagiert bist. Nein, du musst es nur jeden Tag mehrfach tun. Richtig. Darf ich dich noch was fragen? Ja. Kleiner Test. Also der erste Part von der Terminvereinbarung. Wenn jetzt aber am Telefon nochmal die Frage kommt, Frau Lindemann, ja, aber ich kenne Sie ja nicht, hört sich gut an, worum soll es denn kurz gehen? Dann gebe ich Ihnen den Termin. Was sagst denn du da? Also ich beschreibe dann in ganz wenigen Worten, was ich um die Welt trage. Ich sage dann immer, ein Stoffwechselkonzept, Figur, Immunschutz, Energie und guter Schlaf sind meine Themen. Okay. Sind Sie offen, dass wir eine halbe Stunde einfach mal darüber reden? Durchs Telefon kann ich Ihnen ein Puzzleteil geben, ich würde Ihnen gerne das ganze Puzzle zeigen. Okay. Also ist ja nicht, ich versuche immer den Interviewpartnern so diese Formulierung abzuringen. Ja, die gebe ich auch mit Leidenschaft gerne weiter. Ja, weil das ist schön, was du gesagt hast. Du hast gesagt, Mensch, das sind die Puzzleteile. Das habe ich mir jetzt wieder rausgenommen. Das kann ich auch super gebrauchen. Ich würde Ihnen gerne das ganze Puzzle zeigen. Das macht es charmant, das macht Lust auf mehr. Ja. Ja. Und ich glaube, damit ist auch sehr, sehr vielen weitergeholfen. Also du gibst die Themen, Wellness, gesunde Ernährung, Schlaf und so. Genau. Okay. Genau. Und dann sage ich manchmal so von Unternehmer zu Unternehmer, wer braucht das heute nicht? Also das sind so die Dinge, wenn die dann manchmal noch so sagen, nee, passt nicht zu mir. Und dann greife ich den als Unternehmer auf. Also das, ich rufe ja auch eine Schlosserei an. Also das kann ja auch eine Autowerkstatt oder sonst was sein. Früher habe ich mit Kosmetikerinnen und so gestartet, weil da hatte ich einen gemeinsamen Nenner. Mhm. Ne? Und das machen auch meine meisten Teampartner, dass die erstmal in der Umgebung die ganzen Wellness-Dinger abgrasen. Mhm. Aber irgendwann ist das abgearbeitet und irgendwann denkst du, mein Gott, du brauchst auch mal ein paar andere Leute. Und ich spreche die dann von Unternehmer zu Unternehmer an. Ich baue ein Gesundheitsnetzwerk auf, sind sie als Unternehmer offen, mit mir da mal ins Gespräch zu kommen. Okay.
Das ist super. Wenn ich da vielleicht noch was dazu sagen kann, es ist ja, ich sag mal, in eurer Branche im Gesundheits-, Wellness- und ich nenne es jetzt mal Nahrungsergänzungsbereich auch ein bisschen, wird sich ja tendenziell immer auf Leute gestürzt, die da eine Affinität haben. Also ich höre dann immer von unseren Kunden, die sagen, ich will Heilpraktiker, ich will Physiotherapeuten. Und Sportstudios. ja, das liegt natürlich auf der Hand oder das ist nahe. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass es schwerer ist, einem Heilpraktiker das Thema Network oder Vertrieb beizubringen, als dass ich mir jetzt zum Beispiel, wie du schon sagst, einen Unternehmer suche oder ich sage jetzt mal einen Existenzgründungscoach oder Leute, die als Trainer arbeiten. Ja? Also Leute, die schon kommunikativ sind, die vielleicht auch gewohnt sind zu telefonieren und auch Kunden zu beschaffen, denen dann das Thema Wellness näher zu bringen. Sehe ich das falsch oder ist Nee, aus das meiner ist schon okay, ist schon okay. Den Weg über die Heilpraktiker sind wir auch gegangen. Ich muss vielleicht noch mal dazu sagen, ich habe von meinem Coach vorhin gesprochen. Es hat im Übrigen, ich glaube, 5 oder 6 Jahre gedauert, ehe ich auf den gehört habe. Hey, Ne? echt? Also, ja. Ich habe schließlich studiert. Und ich habe dann immer die Dinge nochmal verbessern wollen und anders machen wollen und dieses ganze Heilpraktiker abgrasen. Aber ich glaube, das waren wiederum die Puzzlesteine für unsere Entwicklung, dass man da echt selber durch muss. Und ich habe daraus auch gelernt, dass ich auch meinen Teampartnern manchen Weg oder manchen Umweg einfach nicht abnehmen kann. Weil das ist, ich sage mal, Network Marketing ist die beste Persönlichkeitsschule, die es gibt. Und da muss man alle Klassen durchgehen. Da kann man auch nicht 2, 3 Klassen überspringen, glaube ich. 5, 6 Jahre Wahnsinn. Ja. Der arme Kerl. Ja, nur ist Aber er auch nicht so ein Kerl, der jemandem hinterherläuft. Ne? ja, Er aber hat zum Beispiel zu uns mal gesagt, als wir gesagt haben, so, da waren wir bei ihm, haben jede Menge Fragen gestellt, ziemlich am Anfang und sind dann rausgegangen, haben gesagt, so, jetzt bauen wir Berlin auf. Da hat der zu uns gesagt, ja, und wenn ihr es nicht seid, sind es andere. Dort ach, habe ich gedacht, bist du bekloppt? herrlich, herrlich, Ja, ich mag den ja. Kerl, ich mag den so Ich liebe ihn auch. sehr. Ich liebe ihn und ich habe so, so viel von ihm gelernt und ich schätze ihn unheimlich. Aber was ich an ihm eben auch sehr schätze, er hat uns die Zeit gegeben, hat uns gehen lassen, hat gesagt, er sieht in uns was Großes, aber hat uns eben wirklich unseren Weg gehen lassen und da bin ich sehr, sehr dankbar. Also, du hast ja vorhin gehört, du hast gesagt, ich hatte ja schließlich studiert, also hatte ich Ahnung Ja. und war intelligent. Ich habe ja vorhin so ein bisschen mit dem Schmunzeln gesagt, du bist ja Sozialpädagogin, ja? Ja. Und das ist wirklich eine verrückte Kiste. Ich stelle das immer wieder fest, dass Leute, ich sage jetzt mal, die irgendwie einen guten intellektuellen Background haben oder die irgendwie der Akademiker sind oder so. Das ist, ich habe gestern wieder jemanden im Gespräch gehabt, Bauingenieur, einen Projektleiter. Und ich halte mich mittlerweile wirklich für sehr, sehr gut und kommunikativ. Auch kann ich mich auf andere Leute einstellen. Aber nach einer Stunde Gespräch, er hat nicht ansatzweise verstanden, was wir da oder was ich wollte von ihm, weil er immer dieses konventionelle Muster von der Baustelle im Kopf hat: Projektplan, Projektierung, Angebot abgeben. Der hat halt auch gesagt, dass im Network gehört es ja auch dazu, ein Angebot abzugeben und so. Ja. Also, was will ich damit sagen? Also, ich finde es gut, dass du dich trotzdem, ja, so toll entwickelt hast. Und ich finde es natürlich auch klasse, dass da dein Mentor entsprechend an euch geglaubt hat. Finde ich gut. Wer ist denn bei euch? Ihr arbeitet zu zweit. Wer ist denn bei euch? Habt ihr das so aufgeteilt? Gehen wir nochmal zu den Homepartys. Habt ihr die dann zusammen gemacht? Hat dein Mann alles hergerichtet? Du hast gesprochen. Das wird mich interessieren. Wie hat sich's weiterentwickelt und wie geht ihr vor? Ja, also die Homepartys und die Vorträge, was die Produktkonzepte betrifft, die machen wir beide. Und die machen wir beide, denke ich, auch ganz gut, aber auch wiederum unterschiedlich. Er hat so seine Zielgruppe, seine Kunden, wo er die Vorträge macht. Wir machen manche Sachen auch zusammen und wenn wir so gut drauf sind, können wir uns da auch ganz gut die Bälle zuwerfen. Aber ja, das kann ich jetzt gar nicht so sagen, ob da jemand ja, mehr oder anders oder besser macht. Also was wir uns konkret teilen, ist, ich mache fast ausschließlich die Akquise.
das ist etwas, wo er sagt, da fehlt ihm so das Händchen, er ist auch Bauingenieur, ne? Da fehlt ihm so das Händchen, für die Menschen hinzuhören. Er schießt dann immer so schnell übers Ziel Da hinaus. kommt er, ins Schwimmen sozusagen. Ja, genau. Da kommt der Schwimmer durch. Okay. Ja, nee, aber das hat, also wir sind beides auch relative Alpha-Tiere, ich sage das jetzt mal so. Und da haben wir schon unsere Kämpfe gekämpft. Wer macht jetzt den Vortrag? Wer kriegt den Präsenter vom Beamer? Wer leitet das ganze Ding? Aber ich glaube, wir haben da jetzt einen ganz guten Deal hinbekommen, dass also dass wir uns so lassen können, wie wir sind, und trotzdem aber beide an der Front arbeiten. Also so ist es schon. Ich stelle die Frage aus folgendem Hintergrund, weil am Ende jeder, der das Geschäft zusammen macht mit seinem Partner, das ist ja wie in der Beziehung, Ja, muss ja auch ein bisschen diesen Kampf kämpfen. genau. Du hast ja vorhin schon gesagt, im Partner sitzt ja immer auch gleichzeitig der größte Kritiker. Ja. Also, weil andere sagen, es ist ja vollkommen normal. Es gibt niemanden, bei dem das, ich kenne niemanden, bei dem das nicht so ist. Nur wichtig ist halt, irgendwann. Ja, dass man dann irgendwann mal zu der Erkenntnis kommt, was kann der andere besonders gut. Ja. Und da lasse ich ihn einfach mal machen und dort einfach auch Vertrauen hat. Und ich kenne halt viele Partner von Networkern, die reden ihren Partnern ständig nur rein, es anders zu tun, als dass sie ihren Mund halten und selber was machen würden in der Zeit. Ja, aber dieses, was du sagst, der größte Kritiker. Also das war am Anfang für mich ganz schlimm, wenn wir aus dem Vortrag rausgegangen sind und er hat dann angefangen, das Ding auseinanderzunehmen. Ja, das ist aber der akademische Background auch. Ja. Und da habe ich dann manchmal war ich dann auch, habe ich mich angegriffen gefühlt. Das hatte aber wieder mit meiner Persönlichkeit auch zu tun. Heute schätze ich das, ne? Also da fliegen zwar auch manchmal erst die Fetzen, aber ich denke wirklich drüber nach. Wir werten das gemeinsam dann aus und wir planen dann auch fürs nächste Mal. Also inzwischen kann ich das richtig, richtig gut schätzen und bin ihm da auch sehr dankbar. Also ich denke, das ist eine Sache, die musste wirklich auch erst reifen. Also manchmal früher habe ich gedacht, oh mein Gott, wo geht das denn, wir beide in diesem Geschäft? Dann kam der Erfolg nicht so, wie man sich es vorgestellt hat. Also es waren schon auch nicht immer ganz, ganz rosige Zeiten. Sabine, eine andere Sache an der Stelle. Ich weiß, ihr seid recht fleißige Menschen. Glaube ich zumindest. So was man hört, was man sieht, ihr seid immer unterwegs. Ja. Vielleicht ist es auch nicht so, dann musst ihr mir das sagen. Aber würdest du euch jetzt eher als talentiert, also ganz einfach. Es gibt aus meiner Sicht Leute, die sind talentiert, kommunikativ, haben super Kontakte, steigen irgendwo ein und dann knallt das Geschäft hoch. Ja? Habt ihr Talent gehabt oder würdest du eher sagen, ist es der Fleiß, der euch erfolgreich gemacht hat? Welche Richtung geht es da? Denkst es von jedem was? Also kommunikativ habe ich ein Talent. Das ist einfach so. Ich habe immer schon, also ich war in der Schule immer schon Klassensprecher und sowas. Mein pädagogischer Beruf habe ich übrigens ganz, ganz am Anfang vom Network Marketing Don Faea gelesen. So ein kleines Broschürchen. Das war mein erstes Networkbuch. Da steht drin: Pädagogen sind die besten Networker. Diesen Satz, den habe ich im Hinterkopf. Warum auch immer, also der ist mir immer drin geblieben. Und Du, entschuldige ganz kurz, ich habe auch, egal wer bei mir im Sponsorgespräch saß, wenn der Handwerker war, habe ich gesagt, mit Handwerkern haben wir super Erfahrungen gemacht. klar, ja, natürlich, aber das war so für mich jetzt ganz, ganz persönlich bei mir. Ich habe in meinem Team erfolgreiche Teampartner aus sämtlichen Berufsgruppen. Das ist jetzt nicht eine Sache, die ich da verallgemeine. Ich habe übrigens überhaupt keinen weiteren Pädagogen im Team. Aber ich habe das war für mich so ein Satz, wo ich dann immer, wenn man so zweifelt, dass es nicht vorangeht und dass es nicht klappt, da fiel mir immer wieder dieser Satz ein. Da habe ich gedacht, verdammt nochmal, das wirst doch auch du schaffen. So, ne? Dafür war das für mich wichtig. Und immer diese Motivation, weiter zu lernen. Ich glaube, um in dem Geschäft erfolgreich zu werden, ist einfach das Lernen auch eine ganz wichtige Geschichte und ein brennendes Verlangen, etwas unbedingt erreichen zu wollen. Und etwas unbedingt erreichen zu wollen, war bei mir jetzt nicht Autohaus und irgendwas, weil das habe ich alles. Soll ich dir sagen, was mein brennendes Verlangen ist? Ja, interessiert bestimmt viele. Schieß los. Auf den größten Veranstaltungen der Firma in der ersten Reihe zu sitzen. Warum auch immer, ich kann es nicht sagen, warum. Das ist vielleicht ein Ego-Ding. Nee, das ist ganz einfach. Das sieht man besser, Sabine. Okay,
Ich bin immer am Anfang durch diese ersten Reihen gegangen und habe gesagt, was haben die, was ich nicht habe? Und nicht jetzt bei so einer kleinen regionalen Geschichte, ne, sondern wirklich beim ganz großen internationalen Kongress einfach einen Platz in der ersten Reihe zu kriegen. Das ist ziemlich motiv. Da sind wir jetzt bei einem gesunden Understatement. Also wir sind uns da ziemlich ähnlich. Ich bin auch recht ego-gesteuert, Okay. wenn wir es mal als solches bezeichnen wollen. Und ich kann mich sehr erinnern, wie wir uns kennengelernt haben. Wir haben uns ja vor 6 Jahren irgendwie in Berlin mal auf einem unserer Seminare, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Ja, klar. Und dann habe ich was gemacht. Vielleicht kannst du dich auch erinnern. Da gibt es innerhalb eurer Firma gibt es, wie soll man sagen, so eine Ahnentafel. Da sind die Ja. 25 Besten der Besten. Ja. Und da habe ich dann mal drauf geguckt und habe mir gedacht, die Sabine ist ja da gar nicht drauf. Und dann hatte ich da schnell einen Screenshot davon gemacht. Und dann hatte ich dir das geschickt. Und dann hatte ich dich gefragt, wo bist du denn da? Kannst du dich noch erinnern? Kann ich mich erinnern, Und ja, na klar. ehrlich gesagt, du hast dann gesagt, ja, ich schaffe das schon und da komme ich schon hin. Und dann habe ich mir gedacht, na, ob das so klappt. Und dann habe ich jetzt genau vor 3 Monaten oder vor 2 Monaten gesehen, du bist da irgendwie, glaube ich, unter die Top 10 oder Top 15 gerückt. 13 war 13. Und da habe ich mir gedacht, das Mädel musst du interviewen. Weil das ist doch einfach mal eine Leistung, oder? Ja, da sind wir auch sehr stolz drauf. Also finde ich gut. Finde ich gut, finde ich auch sehr, sehr motivierend. Und ich sag mal, was jemanden motiviert, ist ja auch vollkommen wurscht. Ne? Der eine will beklatscht werden auf der Bühne, der andere möchte besser sehen in der ersten Reihe. Wieder der nächste sagt: Mensch, kontinuierlich fünfstelliges Einkommen motiviert mich. Es ist ja für jeden was dabei: Reisen, Gemeinschaft, Soziales, Persönlichkeitsentwicklung. Was gibt es denn noch für ein Ziel, wenn wir gleich mal dabei sind? Bei dir? Für mich persönlich, also ich habe noch ein Ziel auf meiner Collage und zwar, das heißt, shoppen, bis die Tüten platzen, mit meiner Tochter zusammen. Das ist so eine Sache, aber nicht jetzt irgendwo in irgendeinem Einkaufszentrum, sondern am Kudamm mit Chauffeur. Also dann Und richtig im KDW, dann mal richtig. ja, Okay. mit meiner Tochter zusammen, das hat auch einen Hintergrund, weil durch unsere Kinder und wo die klein waren ich hab drei von den fünf sind meine, zwei von den fünf sind die meines Mannes. Meine drei Kinder, das war so, wir hatten immer zwar ganz gutes Geld, aber es war trotzdem immer so die Situation, dass man sagen musste, du, das geht jetzt gerade diesen Monat nicht finanziell und Also da habe ich immer so das Gefühl gehabt, dass die Kinder doch auf manche Dinge immer so verzichten mussten und ja, und die anderen hatten anders, ja, wie auch immer. Und da habe ich gesagt, pass auf, Mary, und da habe ich eine bestimmte Stufe im Kopf. Also wenn ich Platin-Präsident bin, dann machen wir das. Dann sage ich, dann gehen wir shoppen, bis die Tüten platzen und da lassen wir uns mit irgendeiner Stretch-Limo oder irgend sowas da durch den Kudamm fahren. Also Platin-Präsident sozusagen. Ja. Wenn du das erreicht hast, wie weit rückst du dann vor auf dieser Tafel? Und dann bin ich unter den Top 10 auf jeden Dann Fall. bist du unter den Top 10. Okay. Ich habe mir das gerade notiert, liebe Sabine. Ja. Würde mich auf Da kommt alle noch Fälle eine Stufe dazwischen, die kommt in diesem Jahr. Und dann. Freuen. Und du, ich traue dir das nicht nur zu, ich bin mir da ziemlich sicher. Ja, dass du das hinkriegen wirst, weil du hast ja mittlerweile auch wirklich, du bist ja nicht mehr nur alleine fleißig, sondern du hast ja wirklich eine gut funktionierende Struktur, du hast ja auch tolle Leute unter dir aufgebaut, die du ausbildest, die du in die nächste Position bringen wirst und ziehen wirst. Und da möchte ich jetzt nochmal drauf zurückkommen. Du sagst, du bist zum Beispiel oft im Erzgebirge, oft an der Ostsee. Und wir wollten kurz ein bisschen philosophieren noch über das Thema Ausbildung. Vielleicht noch ganz kurz was zu mir oder zu uns. Wir sind ja da vor 7 Jahren in der Branche hier gestartet, als, nennen wir es mal, Trainer und als Coaches. Und was wir festgestellt haben, da wir aus der Finanzdienstleistung kommen und es da eine sehr, sehr gute Ausbildung gibt, kann man überhaupt nicht abstreiten, dass es in Produktnetworks oftmals nicht so ist. Haben wir und haben wir gesagt, Mensch, die Leute, die können ja alle gar nichts, können nicht telefonieren, können nicht argumentieren, haben keinen Gesprächsleitfaden. Wie siehst du das Thema Ausbildung und wie bildest du deine Partner aus? Magst du da ein paar Worte dazu sagen? Ja.
Dieses Geschäft Network Marketing ist, ich sage, ein Beruf wie jeder andere. Und das Problem ist, dass manche Menschen glauben, sie kommen in dieses Geschäft rein und können alles. Haben wir am Anfang auch geglaubt. Bis wir dann gelernt haben, ja, hier muss man eine Ausbildung machen wie jeder andere. Die sieht halt nur ein bisschen anders aus. Du gehst nicht jeden Tag in eine Schule, sondern du musst viel Learning by Doing, musst selber viel dir beibringen und aber auch die angebotenen Dinge nutzen. Unsere Firma bietet auch Ausbildungstools an, sie bietet Akademien an, sie bietet Fortbildungs- oder Ernährungsakademien heißen die auch für die Produkte, auch fürs Geschäft. Aber ich denke, die Teampartner, wenn die starten, brauchen einen Coach, einen Mentor, einen Anlaufpunkt, wo sie sich, ja, ich sage einfach mal, auch täglich hinwenden können. Nicht nur jetzt warten, ob in 4 Wochen wieder so ein Seminar stattfindet. Und das nehme ich mir sehr zu Herzen. Also ich mache immer mit Teampartnern, die ich registriere, die eine Entscheidung treffen, ich möchte jetzt hier geschäftlich mit euch zusammenarbeiten, einen Deal und sage, du pass auf, wir geben uns jetzt beide ein Jahr. Vorher gibt es kein Aussteigen. Das ist ja auch eins der Probleme, dass die Leute so schnell und so ohne Schmerzen wieder aussteigen können. Also sich nicht selber die Chance der Entwicklung geben oft. Ne? Wenn ich immer an meinen Mann denke, wo der seine Dachdeckerei eröffnet hat, da gehen die solche, treffen die solche Entscheidungen, da steigt es nicht einfach nach 4 Wochen wieder aus. Ja, weil das ist ja auch im Network ist ja leicht wieder auszusteigen, weil es Ja, hat ja nichts gekostet, es tut ja nicht weh, genau ja, so. ein paar Das, genau, hundert das Euro, meine ich. Genau. ja. Und deshalb sage ich zu den Leuten, pass auf, gib dir ein Jahr. Und dazu gehört, ich bin dein persönlicher Lehrer für 2, 3 Monate, so lange wie du mich brauchst. Wir installieren in deiner Region regelmäßige Teamtreffen. Wir führen Teampartner-Schulungen für deine Leute durch. Und in der Zeit arbeite ich ihn ein, dass er das dann auch selber kann. Und das hilft eigentlich gut, dieses eine Jahr mal wirklich festzuhalten und mit ihm Ziele zu planen, Vereinbarungen zu treffen und zu sagen, wenn es denn mal schwer wird, du, wir haben doch mal was vereinbart, denk doch mal dran, bist noch dabei? Weil ich merke, ein Schieben und Drücken funktioniert überhaupt nicht. Mein Coach hat mir beigebracht, erzeuge einen Sog und nimm die Leute mit. Und dieser Sog sind meine Ausbildungsmöglichkeiten, meine Angebote. Ich denke, da haben wir eine große Verantwortung, wenn wir Menschen in Menschen Träume wieder wachrütteln, die verschüttet waren, dann sollten wir ihnen auch helfen, diese Träume zu erreichen. Ich mag da ruhig noch ein bisschen weitergehen. Also Ja? angenommen, ich steige jetzt bei dir ein. Ja? Ja. Ich bin, sagen wir mal, gut drauf, aber ansonsten kann ich halt nicht viel. Vielleicht kannst du das jetzt mal in 3, 4, 5 Steps kurz abreißen. Was müsste ich denn lernen oder was würdest du mir beibringen? Ja, Ja. das erste ist, also ich gehe jetzt davon aus, du hast deine Produkterfahrung gemacht. Also das ist ohne eigene Produkterfahrung brauchst du in dieses Geschäft gar nicht einsteigen. Du hast Ja, deine gehen wir mal davon Produkterfahrung aus, gemacht. das Davon gehen find wir ich jetzt gut, aus. genau. Ja, ich habe da auch so, wenn du jetzt mal so ein Bild vielleicht hast, ich habe da so einen Kreis, vielleicht hast du den bei mir im Facebook auch schon gesehen, so einen Kreis gemacht, wo es oben losgeht mit eigener Produkterfahrung, wie so eine Uhr. Der nächste Schritt ist dann, ich entwickle meine Geschichte daraus, also meinen Erfahrungsbericht. Weil das ist das, was in unserem Geschäft verkauft, meine Geschichte, die gut erzählt. Das eigene Testimonial, die Das Story. eigene, genau, das eigene Testimonial und ich beschäftige mich auch mit Testimonials der anderen. Wir haben es da ziemlich einfach, weil wir super gute Bilder immer haben. Aber da muss der neue Teampartner sich damit befassen, muss die sich angucken, muss Menschen kennenlernen, also seine Geschichte und andere Geschichten lernen. Der nächste Schritt ist diese Klasse. Wie lange soll denn das dauern? Also ich fragte, ich bin deswegen immer ein bisschen bissig, weil aus meiner Sicht dauert das alles viel zu lange. Bei Ja, uns ging es ja. früher, ja, wir haben sofort terminiert, Ja, gemacht, ja, getan, ja. ja. Ja, also wenn ich jetzt mit dem zusammensitze, ist das jetzt, klingt vielleicht lange, aber das besprechen wir alles bei einem Termin. Ah ja. Da geht es dann aber als nächstes drum, dass wir 2 Termine vereinbaren für entweder Homeparty. Wenn jetzt einer nicht Homeparty will, dann kriegt er im 1,5-Stunden-Rhythmus von mir Termine, wo er Leute am Tisch hat. Ah ja. Also für Einzelgespräche oder so, ne? Und in dem Zusammenhang die klassische Liste Leute. Also da muss der aufschreiben, wen kenne ich, mit wem wollen wir sprechen. Und so wie ich jetzt rausgehört habe, du führst die Gespräche schon zusammen am Anfang, Die oder? ersten Gespräche führen wir alle zusammen und ich mache auch mit ihm gemeinsam die ersten Homepartys. Ich bereite die mit ihm vor, mache die erste Präsentation und wir bereiten das nach, gucken, was davon kannst du dann auch schon machen. Wie lange machst du das mit mir? 3 Homepartys, eine, fünf?
Ja, da bin ich wieder Sozialpädagogin, ne? Wenn die ein bisschen rumeiern und sagen, ach, mach doch du noch mal, dann mache auch ich noch mal. Aber das ist gerade mein Lernprozess, da wirklich auch Leute früher loszulassen. Also ich schätze ein, die Präsentation, die wir haben, sollte nach 2, 3 Homepartys dann wirklich auch alleine können, gekonnt werden. Ne? Die ist relativ simpel. Weil ich weiß, so schwer ist es ja auch nicht unter Nee, das ist Umständen. immer der Punkt. Und ich habe jetzt gerade jemanden, der ist ganz, ganz weit weg. Mit denen habe ich über Skype die Präsentation vorbereitet und die haben morgen ein Treffen mit Leuten, die müssen es alleine machen, weil ich bin einfach nicht da. Und das ist, glaube ich, das Allerbeste, weil die lernen es am schnellsten. Na klar, Sabine, wer hilft, wo fördern reicht, der schadet, ja. Genau so ist es. Und da bin ich noch an einer Stelle, wo ich manchmal wirklich zu lange mich auch ja, benutzen lasse, sage ich mal, auf Deutsch richtig. Aber ich muss dann auch immer wieder sagen, ich muss auch ich sein dürfen an verschiedenen Stellen. Nee, Und am Ende ist das ja vollkommen, genau. ist es ja dein Naturell, du hast ein warmes Herz, Genau. deswegen bist du auch erfolgreich geworden, ja. Genau. Und ich merke das immer wieder, gerade auch die Leute, ich nenne es jetzt mal bei uns zu Hause, ja, die brauchen einfach auch diese menschliche Komponente. Ja. Ich sehe da schon den Unterschied auch zwischen den alten Bundesländern. Also wenn ich jetzt hier in Bayern bin, das läuft oftmals alles recht pragmatisch ab. Und genau, ich sag mal, bei uns in Sachsen oder in Mecklenburg oder wo auch immer, da ist halt vielleicht auch aufgrund der Vergangenheit so das Gemeinschaftliche doch immer noch irgendwie wichtig. Ja? Das ist richtig wichtig und ich habe manchmal das Gefühl, die freuen sich, dass sie jetzt wieder einen Anlass haben, sich wieder zu treffen, nachdem es wirklich so viele Jahre so ein bisschen auseinandergedriftet ist, ne? Also manchmal kommen auch Leute, ich nenne die immer so, das sind so ja, also nee, das sage ich jetzt nicht. Also das sind Schläfer. naja, die einfach nur kommen, weil sie sich bei uns wohlfühlen. Und aber selbst die hab ich gerne dabei. Die habe ich richtig gerne dabei, weil die auch eine Geschichte zu erzählen haben und vielleicht manchmal Anlass sind für einen eine Perle, wie wir sie so nennen, dann eine Entscheidung zu treffen. Ne? Also wir wissen ja am Anfang, wenn das Kundenstammtische, Kundentreffen oder so sind, wissen wir doch sowieso noch nie, wer sind dann diejenigen, die da mehr wollen. Das ist wieder das, was man rauskriegen muss. Also ich halte auch nichts, ganz schnell an der Stelle noch, ich halte nichts davon, dass du von vornherein die Liste Leute gleich unterscheidest in die absoluten Geschäftsleute und die, die nur die Produkte nutzen. Weil das weiß ich nie. Ja, ich sag mal, das ist natürlich klar. Der eine kann sich so entwickeln und der selbst jemand, Aber. der das Geschäft startet, kann irgendwann nun zum Kunden werden. Insofern, ich finde es immer ganz hilfreich, das bei der Terminierung ein bisschen zu selektieren, damit man weiß, mit wem man über was spricht. Aber Tobias, bleib einfach nur bei uns, ne? Wenn mein Coach das so gemacht hätte und uns da in so eine Kategorie gestopft hätte, ich glaube nicht. Also ich habe Teampartner im Team, die dann sagen, die lade ich nicht mehr ein, weil die sitzen eh nur da und atmen. Ne? So, und ich lade sie trotzdem ein, weil A, weiß ich nicht, vielleicht wachen sie ja doch irgendwann auf, oder aber vielleicht bringen die mich noch mit jemandem zusammen, der mein nächster Präsident wird. Das Das ist ist natürlich, das ist in jedem schlummert ein Potenzial. Jeder kennt jemanden, der Champions League werden kann. Im Übrigen, wir hatten ja das Thema, ne? In die neuen Bundesländer passt ja, glaube ich, mindestens 10-mal Champions League rein noch, aber oder? mindestens, mindestens, mindestens. Also es ist echt so. Wir haben hier Arbeit ohne Ende und die nächste Region, die wir jetzt angehen, Ende Januar, beziehungsweise wo ich schon angefangen habe, Kontakte zu sammeln, das ist meine Heimat in Zittau. Weil dadurch, meine Eltern sind verstorben vor 2 Jahren, ich habe keinen Anlass mehr, dahin zu fahren. Ne? Also nicht wirklich, außer mal das Grab zu besuchen. Und da haben wir jetzt mit meinem Mann gesagt, Mensch, es ist auch so eine ländliche Region wie im Erzgebirge. Ne? Ist im Übrigen auch mein für mich viel, viel lieberer Arbeitsplatz als mitten in Berlin. Gerade wegen dieser sozialen Komponente. Und da haben wir jetzt Kontakte gesammelt, bin ich jetzt gerade am Telefonieren und in der letzten Januarwoche sind wir 3 Tage dort und dort mache ich dann die ersten Termine. Dort fange ich jetzt wieder ganz neu an, was Neues aufzubauen. Dort entsteht quasi eine neue Zelle, ein weiteres Bein von euch. Neues Lindemannsches Bein, Ein genau. neues Lindemannsches Bein. Das hört sich gut an, das ist ein gutes Brand. Ja. Also, ich sag mal, das wäre ja auch meine Frage gewesen: Wie geht's weiter mit euch? Ein bisschen was hast du schon vorweggenommen? Also, Zittau, Dresden wird die nächste Region wahrscheinlich sein.
Ja, auf jeden Fall, das wird die nächste Region. Und wir haben jetzt im Erzgebirge innerhalb von einem Jahr ein gutes, großes Team aufgebaut und das wird jetzt dort das nächste Ziel sein. Und dann liegt uns auch Thüringen noch am Herzen, weil das ist die gebürtige Wurzel meines Mannes. Also nicht gebürtig, die Eltern sind dort geboren, er ist in Berlin geboren. Die Eltern kommen von da und er hat dort viel Zeit seiner Kindheit verbracht und das ist auch noch eine Region, da wollen wir auch jetzt in den nächsten 2, 3 Monaten starten. Ja, Erfurt ist eine ganz wunderbare Stadt, hat sich wunderbar entwickelt, macht echt Spaß, viel Charme. Genau. Weimar in der Gegend, perfekt, Und ich super. glaube, also für mich persönlich ist es auch einfacher, wenn man so den Menschenschlag so ein bisschen kennt, wenn man so ein bisschen weiß, wie die so ticken. Und also in Zittau war es gar nicht schwer, ins Gespräch zu kommen mit den Leuten. Ich habe gesagt, ich bin von Laden zu Laden marschiert und habe gesagt, ich bin gebürtige Zittauerin, lebe jetzt in Berlin und habe vor, hier geschäftlich ein bisschen was aufzubauen. Ja, sind so offen, mit mir da mal ins Gespräch zu kommen. Also das war ganz easy. Da war ich sofort willkommen. Schöner Abschlusspitch zum Ende. Kann ja im Prinzip jeder machen. Jeder, der mal irgendwo hingezogen ist oder der irgendwo wohnt, kann sagen, ich kann sagen, Mensch, ich bin gebürtiger Leipziger, ja, lebe jetzt in Bayern, möchte hier in Zukunft wieder was machen. Warum sollen die Leute nicht offen sein? Finde ich gut. Richtig. Ja, das ist super. Liebe Sabine, ja, ich sage jetzt mal, ich gucke auf die Uhr und ich gucke immer mit Erschrecken auf die Uhr, weil die Zeit so wahnsinnig schnell vergeht, wenn man so redet, wenn man so philosophiert. Ja. Ich sage an der Stelle mal ganz, ganz lieben Dank. Wünsche dir natürlich viel, viel Erfolg, den du mit Sicherheit haben wirst für noch weitere lindemannsche Beine. Okay. Grüß deine bessere Hälfte von mir, also auch Ja. deinen Mann, weil ich einfach weiß, hinter jeder erfolgreichen Frau steckt ein starker Mann auch, ja. Definitiv, so ist das. Danke. Und dann würde ich sagen, ich drücke euch ganz, ganz doll die Daumen und bis demnächst mal wieder. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Danke fürs Interview. Vielen lieben Dank, Tobias, und auch alles, alles Gute für euch. Und ja, wir bleiben im Kontakt, ne? Ich freue mich drauf. Bis dann. Bis Ciao. dann.